weiteren in Piermaier zum Beispiel, der hat einen Vertrag von Frühling und der bräuchte er diesen noch unterschreiben. Oder? Nein, das Ding ist erledigt in Piermaier. Bin nicht gut. Lange gebokert oder? Nein, das ist einfach so, dass wir haben gesprochen mit ihm, ein Angebot rausgekriegt von uns. Und ich habe es ja irgendwo mal auch gelesen, dass wir uns nicht gemeldet haben. Wir haben uns total korrekt, total fair und total professionell verhalten. Und dann hat sich der Spieler nicht gemeldet. Und das meine ich ja gerade damit, das machen wir nicht mehr. Der Spieler hat, ich finde auch okay, wenn ein Spieler sagt, ich möchte nicht kommen. So, das ist so ganz normal. Ne? Wenn ihr mich anruft, rufe ich ja irgendwann auch zurück und sage so und so oder dies und das. Aber sich gar nicht melden, ist unprofessionell und da haben wir keine Lust drauf. Und da brauche ich solche einen Spieler nicht. Und er hat die Meinung rausgegeben, ja, heute Morgen mit seinem Berater gesprochen, dass er ins Ausland wechseln möchte. Ja, dann ist ja auch okay. Aber sich dann gar nicht zu melden, ist einfach unprofessionell von seiner Seite. Wir haben uns total korrekt, fair und akkurat verhalten. Ja, ein Anruf würde genügen, ne? So. Nein, wir haben ein Angebot abgegeben, was ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht fand. Ich habe ein Gespräch, einmal telefonisch und einmal persönlich mit ihm geführt. Das war auch okay. Und wenn ein Spieler dann zweifelt, ist es auch okay. Nur, er kann auch kurz darüber nachdenken. Nur, eins ist auch klar, wenn ich dann gestern einen Spieler nicht erreichen kann und er ihm bitte, ihm mal eben mich anzurufen, dann erwarte ich schon von einem jungen Spieler, dass er sich meldet. Ne? Ja, ich meine, der hat ja doch nicht 100 Länderspiele. Ne? Also, ja, genau. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, du kannst dich auch melden. Also, wo ist das Problem? Ja. So, und dann habe ich auch mit dem Berater gesprochen und der möchte lieber ins Ausland gehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Da habe ich wirklich kein Problem mit, weil. Jetzt mit Piermaier fällt jetzt nicht und steht jetzt nicht die Sturmqualität, sondern das ist ein junger Spieler, das wäre ein Entwicklungsspieler gewesen, der interessant gewesen wäre für uns. So, aber du musst dich doch melden als Spieler. Oder das ist doch ganz normal. Das ist eine Umstandsfrage auch mit professionell, ne? Ja, weil du siehst dich im Fußball, das ist ja nun mal so, siehst du dich 100.000 Mal wieder. Und vielleicht will er ja nochmal irgendwas von Sturm Graz. Und das ist einfach auch nervig. Da verlieren wir auch Zeit mit. Und Zeit haben wir jetzt nicht mehr so viel in dem Sinne, weil wir wollen eigentlich schon den Kader jetzt auch zusammen haben. Dass wir natürlich auch zusammen trainieren können, dass wir uns kennenlernen. Weil ich habe eine spezielle Idee vom Fußball und das müssen die Spieler einfach auch schnell lernen. Wenn du schnell den Kader zusammen hast, ist es gut und mit sowas haben wir einfach nur Zeitverlust und das ist eigentlich Quatsch, weil noch einmal, wir haben uns immer wieder gemeldet und korrekt verhalten.